Hi ihr Lieben, ich möchte heute drei Themen mit euch besprechen und zwar erstens einmal bezüglich meines Septums, zweitens bezüglich Angst als Frau nachts irgendwo in der Wildnis zu übernachten oder generell alleine eine Fahrradtour zu machen oder so und drittens mein Haarschnitt und wie ich mich aktuell damit fühle. Fange ich mal mit dem Haarschnitt an, glaube ich, weil das ja so fresh und neu ist. Oh, Leute, ich liebe das total. Ich fühle mich so wohl. Das ist so krass. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut sein wird. Also ich habe gedacht so, ja, macht weniger Arbeit so, ne? Und dann habe ich nicht die ganze Zeit die Haare im Gesicht und so. Das nervt mich halt auch. Und dann sind sie halt einfach kurz und dann sind sie cool. Und die alten Fotos von mir, auf denen ich kurze Haare hatte, ja, in die war ich ja total verliebt und ich habe aber gedacht, okay, das sind halt alles Fotos mit Make-up, wahrscheinlich sieht das ohne Make-up nicht so toll aus und wahrscheinlich werde ich mich öfter schminken jetzt und so, zumindest öfter die Augenbrauen betonen und die Wimpern und sowas. Es ist noch viel besser, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, mit den langen Haaren merke ich jetzt, habe ich mich total verkleidet gefühlt. Das hier, die kurzen Haare, das ist Nicole. Ja, das mit den langen Haaren, pff, ja, das war echt eine Verkleidung, muss ich sagen. So fühlt sich das jetzt an. Also das hier, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich einfach nur, wie toll ich bin. Und als ich mit den langen Haaren in den Spiegel geschaut habe, habe ich immer kritisch in den Spiegel geguckt, ja. Jedes Mal, wenn ich da reingeschaut habe, dann musste ich erst irgendwas richten an mir mit den Haaren und so und dann das nochmal auffluffen. Und dann habe ich festgestellt, so, ja, da, okay, das sieht gut aus. Aber jedes Mal, wenn ich neu in den Spiegel geguckt habe und die Haare wuselig waren oder ich die hinter die Ohren gesteckt habe, was ich an mir sehr nicht gemocht habe, wenn ich dann in den Spiegel geguckt habe, ja, dann hat das immer so ein ungutes Gefühl in mir hervorgerufen und ich wusste ja, okay, wenn ich also in den Spiegel schaue und dann feststelle, mir gefällt nicht, wie ich aussehe, dann gefall ich mir ja auch nicht die ganze Zeit, während ich nicht in den Spiegel schaue, aber andere mich angucken. Weißt du? Also das gefällt mir ja dann auch nicht. Dann bin ich ja die ganze Zeit, also ich hatte das Gefühl, ich habe das nicht unter Kontrolle, wie ich aussehe. So, und jetzt gucke ich in den Spiegel und es ist jedes Mal cool, egal ob das jetzt so aussieht oder so. Das ist echt voll egal. Und ich fühle mich durch diese kurzen Haare auch viel kräftiger, viel stärker, viel mehr körperbewusst. Ich habe eine ganz andere Haltung, habe ich vorhin festgestellt. Ich stehe viel, viel präsenter, ich stehe viel aufrechter und lebe mich viel mehr. Ich habe viel mehr Leben irgendwie in meinem Körper drin, weil ich durch diese Frisur so viel Kraft irgendwie bekommen habe. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und es ist im Grunde genommen auch total egal. Hauptsache, ich fühle mich gut und wohl in mir und das tue ich gerade und ich genieße es einfach nur so sehr. Oh mein Gott! Ja, Mann! Oh, es war echt eine super Entscheidung. So, jetzt kommen wir zum Thema Septum. Ich hatte schon länger Fake-Septen, heißt es Fake-Septen? Septen? Septums? Und die habe ich ab und zu mal getragen, aber mich nicht so richtig getraut irgendwie, weil ich nicht fand, dass es zu meinen langen Haaren gepasst hat und dementsprechend irgendwie auch nicht zu mir gepasst hat. Wie konnte es auch, wenn ich mich mit den langen Haaren auch verkleidet gefühlt habe? Und je kürzer die Haare wurden, desto mehr habe ich mich getraut, dieses Septum zu tragen. Und dann wurde ich von euch gefragt, Nicole, ist das ein echtes oder ist das ein Fake? Und für mich war in dem Moment klar, okay, wenn man den Unterschied nicht feststellen kann, scheinbar als Person, die von außen auf mich drauf schaut, warum brauche ich dann ein echtes? Man denkt immer so, diese Fake-Dinger sind so, ja, möchte gern, aber im Prinzip ist der Unterschied ja wirklich nur in deinem Kopf, wenn du der Einzige bist, der es feststellen kann. So, und
Ja, warum braucht man dann echtes? Und ich habe mir jetzt mittlerweile eins geholt, was aus vernünftigem Material ist, was mich nicht irritiert. Und zwar bin ich in einen Schmuckladen gegangen, der auch Piercings sticht und Piercing-Schmuck verkauft und habe dort gefragt, ob sie ein Fake-Septum haben, was quasi ganz schlicht ist, so wie das, was ich jetzt hier drin habe und gekauft habe dort. Und aus einem Material ist das nicht irritiert. Und dann kam die Verkäuferin auf die Idee, die ich auch vorher schon hatte. Und zwar ein Septum zu nehmen, was zwei Kugeln hat. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Und eigentlich dafür gedacht ist, so rum eingesetzt zu werden. Ne? Also so in die Nase quasi, dass die Öffnung nach unten ist. Und das einfach zu benutzen, um es als Fake-Septum zu nehmen. Und ich persönlich finde nämlich, weil die Septen, denke ich mal, ist das richtige Wort, die ich vorher hatte, hatten auch diese Kugeln, diese Fake-Dinger. Und ich finde das sehr angenehm zu tragen, weil es dann nicht in der Nase so rumwackelt, sondern einfach, ja, auf der Stelle bleibt, dort wo es ist. Und dies hier ist jetzt aus Titanstahl. Das lässt sich sehr, sehr, sehr schwer biegen. Aber es lässt sich biegen und ich habe es hier mir jetzt so in die Form gebogen, dass es sehr schwer einsetzbar ist und dadurch eben nicht so schnell wieder rausfallen kann, beziehungsweise gar nicht wieder rausfallen kann, außer ich ziehe daran, so wie ich es gerade getan habe. Und das hat jetzt 9 Euro gekostet. Das ist sogar etwas, was auch beim Ersteinsatz quasi benutzt wird, dementsprechend da irritiert nichts. So, ich habe jetzt den Part mit der Angst dreimal gedreht und es ist immer viel zu lang, weil es guckt sich niemand 10 Minuten irgendwas über Angst an. Vor allen Dingen nicht, wenn es am Ende des Videos ist. Und deswegen drehe ich es jetzt nochmal und versuche, mich kürzer zu fassen. Also, wir Frauen haben menschheitsgeschichtlich in uns etwas, was uns vor der Gewaltbereitschaft und der körperlichen Stärke von Männern warnt. Und das liegt einfach daran, dass wir in Vergangenheit sehr viele schlechte Erfahrungen oder zumindest genügend schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben, dass diese Vorsicht vor Männern in diesen Punkten in unseren Genen fixiert worden ist. So, das heißt, es war einfach vorteilhaft, Frauen mitzugeben, ey, pass mal auf, ne? Da ist Gefahr. Nicht immer, aber potenziell. So. Und auch wenn sich heutzutage Männer sehr anständig verhalten und wir alle dazu gelernt haben, dass wir uns nicht mehr auf die Schnauze hauen und gewaltbereit sein sollten, ist dieses Potenzial ja immer noch da. Weil wir sind ja immer noch Tiere. So sind wir halt einfach. Ja? Wir haben Instinkte und wir drehen auch ab und zu einfach mal durch. Und deswegen ist das noch da und deswegen ist es auch gut, dass das noch da ist. Und jetzt gibt es aber Dinge, die man über Angst wissen sollte. Und zwar schmeiße ich das jetzt einfach ein, ohne mir über diese Reihenfolge irgendwelche Gedanken zu machen. Erstens ist es total sinnvoll zu schauen, objektiv, wie wahrscheinlich ist es denn, dass irgendwas passiert? In egal welchen Bereichen. Es geht jetzt nicht nur um meine Fahrradtour, dass da nachts irgendwas passieren könnte, wenn ich da alleine in irgendeinem Waldhäuschen zwischen irgendwelchen abgelegenen Dörfern mit meinem Schlafsack übernachte, sondern generell, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass das Flugzeug abstürzt? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich Corona bekomme? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen Autounfall habe oder einen Fahrradunfall? So, und das finde ich immer schon sehr hilfreich, weil wir natürlich geprägt sind in unseren Erfahrungen, und das habe ich im Trigger-Video schon mal besprochen, dass man ja immer, wenn man eine traumatische Erfahrung hatte, also ein ja, bemerkenswertes Event, eine bemerkenswerte Situation hatte, negativ natürlich, dass das Nervensystem da abspeichert, ey, pass auf, beim nächsten Mal, wenn da irgendwelche Situationen sind, die so ähnlich sind wie diese hier, dann solltest du auf der Hut sein. Ja, und das ist ja auch gut so, dass man das hat. Aber wenn man diese Dinge nicht überschreibt mit
neuen Informationen über diese Situation, dass es zum Beispiel einfach so sein kann, dass nichts passiert oder dass es sein kann, dass etwas Positives passiert, dann ist man halt immer in dieser, ja, voreingenommenen Haltung und schränkt sich vielleicht Lebensqualität dadurch ein. Ja, ist jetzt egal, worum es geht. Einfach, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, ist man halt geprägt. Und wenn man die nicht wieder überschreibt mit positiven Erfahrungen, bist du nicht neutral bezüglich dieses Themas, sondern immer negativ. So, und wenn jetzt eine positive Erfahrung dazukommt zu deiner negativen Erfahrung, dann bist du generell von der Haltung nicht mehr hier im negativen Bereich, sondern eher so, ne, näherst dich dem Mittelmaß wieder an, wo es objektiv einfach sinnvoll ist zu sein, um Dinge besser beurteilen zu können. So, und mehr Lebensqualität zu haben. Und da spielt auch noch mit rein, dass du zusätzlich jemand sein könntest, der eben vom Durchschnitt der Menschen, wenn das die Videobandbreite hier unser Durchschnitt jetzt ist, ja, dann gibt es Menschen, die sind emotional sehr instabil, die sind hier, und emotional sehr stabil, die sind hier. Und der Durchschnitt der Menschen befindet sich aber genau in der Mitte. So, also es ist quasi so eine Glockenkurve oder wie auch immer man das nennt, im Englischen heißt das Bell Curve, ja. Das ist eins der Big Five Persönlichkeitspunkte. Und zwar emotionale Stabilität. Früher hieß das Neurotizismus, hat man gesagt, ist nicht so ein positiver Begriff, benutzen wir lieber emotionale Stabilität. So, die meisten Menschen sind hier. Der Durchschnittsmensch befindet sich ungefähr hier. Ich befinde mich ungefähr hier. Ich merke nochmal, hier war dieses emotional Instabile, hier ist das emotional Stabile. Wenn ich jemand bin, der hier ist, ja, eher emotional instabil, dann bin ich jemand, der eher dazu tendiert, Angst zu haben, Verlustängste hat, generell, ja, sich viele Gedanken macht, die sich um Angst drehen. So. Das heißt, ich habe es schwer, Dinge objektiv zu sehen und bin eher der vorsichtigere Typ. Was okay ist, aber ab einem gewissen Punkt wird es halt auch einschränkend. So. Dann gibt es aber auch Menschen, die sind eher hier. Und die haben nicht so viel Angst. Da dauert es sehr, sehr, sehr lange, bis da bei denen im Nervensystem mal irgendwas passiert und die Information bekommen, oh, ich glaube, ist gerade nicht so gut. So, ne? Die brauchen sehr, sehr viel Stimulation vom Nervensystem, um mal die Entscheidung zu treffen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass sie mal Obacht haben sollten. So, und beide Extreme müssen sich halt fragen, wo ist die Mitte? Und worum es auch noch geht, ist, dass die Angst, die man sich im Kopf vorstellt, also wie könnte die Situation sein, meines Gefühls nach nie irgendwas mit der Realität zu tun hat. Also wenn ich mir vorstelle, okay, wenn ich jetzt das und das mache, dann fühlt sich das so und so an, dann ist das meistens nicht so. Und mit Angst ist es halt eben das Gleiche. So, also wenn du in der Situation bist, kannst du die Situation wirklich beurteilen und gucken, habe ich jetzt Angst oder habe ich jetzt nicht Angst? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach, weiß ich nicht, 20 Meter weiter an einer anderen Stelle geschlafen hätte, hätte ich vielleicht Angst gehabt, weil die Stelle nicht so sicher gewesen wäre von meinem Empfinden her oder was auch immer. So, ne? Und genau, darauf sollte man dann natürlich auch hören. Es geht nicht darum, keine Angst mehr zu haben, sondern seine Angst zu hinterfragen und seine Angst auf ein Level zu bringen, was halt recht objektiv irgendwie so ist. Punkt. So, und jetzt macht mich fertig. Schreibt eure Meinung darunter, was ihr davon haltet. Ich hoffe, dass es jemandem geholfen hat, weil das ist der Grund, warum ich diese Videos drehe. Und wenn ihr wollt, dass ich auf irgendwas, egal was spezieller eingehe, irgendwelche Fragen habt zu egal welchen Themen, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, damit du mich auch bald wiederfindest. Aktivier die Glocke und dann sehen wir uns bald wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine super gute Zeit.